Liebe Freunde der Aquarellmalerei, manche von Ihnen kennen vielleicht schon meine Videolehrfilme zur Aquarellmalerei, die der Gerstecker Verlag in seinem Katalog im vorigen Jahr angeboten hat. Im neuen Katalog sind sie auf Seite 951 zu finden. Es handelt sich um 3 Filme. Der erste zeigt das Malen vor der Natur im Garten. Der zweite zeigt das Malen im Atelier nach Skizzen. Und der dritte ist ein Naturstudium hier im Atelier nach einem Blumenstillleben. Der neue Film soll keine Maltechnik zeigen. Ich möchte dafür das Material vorstellen. Und zwar Papier, Farben und Pinsel. Mit dem Papier möchte ich beginnen. 50 Seiten sind im Gerstecker Katalog nur für Papierarten reserviert. Ich kann hier nicht alle nennen. Nur so viel soll gesagt werden, es handelt sich um Qualitätspapiere der verschiedensten Firmen. Die deutschen, französischen, englischen und italienischen Papiere sind aus Hadern hergestellt. Sie sind säurefrei und alterungsbeständig. Viele Papiere werden mit unterschiedlicher Oberflächenstruktur angeboten. Man spricht von matt, rau oder extra rau. Auch die Papierstärke ist unterschiedlich. Die Stärke bestimmt das Gewicht und das Gewicht wiederum den Preis. Das gilt vor allem für das hochwertige Aquarellpapier. Ausnahmen machen dabei nur die asiatischen und mexikanischen Papiere, auf die ich später zurückkommen werde. Wenn man vom Papiergewicht spricht, ist immer ein Quadratmeter gemeint. Ein Quadratmeter Schreibpapier wiegt zum Beispiel 80 Gramm. Ordentliches Aquarellpapier beginnt bei 200 Gramm. Es werden aber auch Papiere mit 300 Gramm, 450 Gramm oder sogar 640 Gramm Gewicht angeboten. Zur Feststellung des Papiergewichts genügt eine Briefwaage und ein Teil des Quadratmeters. Ich habe hier ein Stück aus einem Buch, eine Buchseite, und möchte feststellen, welches Papier für das Buch verwendet wurde. Ich schneide also 20 x 25 cm zurecht, lege die auf die Briefwaage und das Ergebnis brauche ich später nur mit 20 zu multiplizieren und dann habe ich mein Papiergewicht. Wenn der Aquarellmaler sich für die Größe eines Bildes entscheidet, sollte er an die Papierstärke denken. Viele Anfänger resignieren, wenn sie die starke Wellung eines dünnen Papiers erleben. Selbstverständlich kann man dünnes Aquarellpapier mit Klebestreifen auf ein Reißbrett kleben. Beim Farbauftrag werden aber trotzdem Wellungen auftreten. Diese können die Arbeit sehr erschweren und den Malschüler mutlos machen. Benutzt man dagegen ein schweres Papier, werden derartige Behinderungen nicht auftreten. Für das Arbeiten in der Landschaft empfiehlt sich ein vierseitig geleimter Block mit starkem Papier. Die Frage nach dem Preis lässt sich leicht beantworten. Ein Block mit einem 450 Gramm Papier, wie dieser hier, kostet etwa doppelt so viel wie der Block in gleicher Größe, aber mit einem 200 Gramm Papier. Bei den ganz großen Bögen, die Firmen einzeln liefern, man hört das schon hier, was das für eine Stärke ist, das ist dann 640 Gramm schwer und liegt auf dem Tisch, denn damit arbeitet man meistens im Atelier völlig glatt, ohne sich zu verändern.
Eine Ausnahme bilden in diesem Falle die ausländischen Papiere und besonders das mexikanische. Es hat eine Größe von 60 x 80 cm und ein etwas geringeres Gewicht. Das liegt aber daran, dass die Grundstoffe zur Herstellung dieses Papiers anders sind. Noch ausgeprägter ist dieser Unterschied beim japanischen Papier. Das japanische Papier wiegt fast nur die Hälfte von dem, was unser Papier wiegen würde, bei gleicher Stärke und bei gleicher Farbaufnahme. Das japanische Papier zeichnet sich dadurch aus, dass es die Farbe sehr stark eindringen lässt und dadurch sehr weiche Übergänge schafft. Das sieht man auch hier bei dem kleinen Weserbild besonders deutlich. Ich zeige jetzt dagegen ein deutsches Aquarellpapier mit einem Wesermotiv. Da sieht man dann, dass die Formen doch wesentlich schärfer zu erkennen sind. Das gleiche gilt jetzt hier für ein paar kleine abstrahierte Blumenbilder, bei denen auch die Farbe klar und scharf steht. Ich möchte nun etwas über die Farben sagen, die der Künstler benutzt. Man unterscheidet dabei zwischen Künstlerfarben und Studien- oder Akademiefarben. Der Studierende muss nicht unbedingt darauf achten, dass seine Farben lichtecht sind. Die ersten Malversuche sind nicht für die Ewigkeit gedacht. Indessen hätte er auch schon gern Farben, deren Pigmente fein gemahlen und gut mischbar sind. Das schlägt sich sogleich in einem Preis nieder, der höher liegt als bei den Farben der Schulkinder. Künstlerfarben werden nur aus den feinsten und lichtechtesten Pigmenten hergestellt. Es gibt jedoch auch hier noch Unterschiede. Daher bieten die Hersteller ihre Farben in 3 bis 4 verschiedenen Preisgruppen an. Der Preisunterschied kommt hierbei durch den unterschiedlichen Wert der Pigmente zustande. Erdfarben sind relativ billig. Zum Glück gibt es seit der Mitte des 19. Jahrhunderts die Anilinfarben. Denn echtes Ultramarin aus dem gemahlenen Halbedelstein Lapislazuli kostet auch heute noch pro Kilogramm 20.000 Euro. Lapislazuli kommt vorwiegend aus Afghanistan. Es gibt verschiedene Hersteller von Künstler-Aquarellfarben. Die bekanntesten sind Schminke, Lucas und Winsor & Newton. Ich möchte hier keine Wertung vornehmen, denn jede Firma bietet andere Vorzüge und Schwerpunkte. Genau wie beim Papier und bei den Pinseln muss der Maler wählen, was für seine Arbeit am geeignetsten ist. Es sollte jedoch nicht grundsätzlich das Billigste sein. Auch andere Freuden des Lebens kosten Geld. Denken wir nur einmal an den Wein, der übrigens im Gegensatz zur Aquarellfarbe alt sein darf. Ich will hier mal mit den Schminkefarben beginnen. Schminke Horadam heißen die Künstlerfarben. Und am bekanntesten ist dieser Kasten hier mit 2 Paletten, und dabei möchte ich gleich etwas zur Palettengröße sagen, die nämlich für den Maler eine große Rolle spielt. Es ist zu erkennen, dass dieser Kasten einen Ring hat, durch den man den Daumen stecken kann, sodass man ihn halten kann. Das hat sogar der winzige Kasten von Winsor & Newton, damit man damit draußen arbeiten kann und ihn auf der Hand halten kann. Dieser Schminkekasten enthält hier
vier Reihen mit je 6 Farben, also 24. Damit kann man sehr gut draußen arbeiten. Ich selber habe in diesem Falle jede Farbe zweimal darin. Eine zum Mischen und eine zum Abnehmen klarer Farbtöne. Das ist eine ganz günstige Möglichkeit. Man kann natürlich auch schon mit einem kleineren Kasten auskommen, in dem die Farben nur in zwei Reihen sitzen, der aber leider dann auch schon eine kleinere Palette hat. Der Kasten von Winsor & Newton hat einen außerordentlich stabilen und guten Blechkasten. Die Farben sind sehr gut untergebracht, sehr gut befestigt, aber er hat natürlich eine geringere Größe, wenn man ihn mit dem Kasten von Schminke hier vergleicht. Dieser Kasten der Firma Schminke ist der größte Aquarellkasten, der bisher angeboten wurde. Er zeichnet sich aus durch Näpfchen, die noch größer sind als die größten in den anderen Kästen, und er hat eine außerordentlich große Palette. Allerdings muss man hinzufügen, dass der Kasten 4 Kilogramm wiegt. Man kann ihn also schlecht in der Aktentasche weit durch die Landschaft tragen. Überhaupt muss der Maler sich darauf einstellen, wo er malen möchte. Das extreme Gegenteil dazu wäre der winzige Kasten von Winsor & Newton. Den kann man mitnehmen bei Bergwanderungen, notfalls in der Hosentasche. Mit diesem kleinen Kasten und einem entsprechend kleinen Pinsel kann man auch nur kleine Bilder malen, wie zum Beispiel dieses hier oder auch solch ein Bild. Es muss dabei allerdings erwähnt werden, dass diese kleinen Farben außerordentlich intensiv sind, sodass man ganz schnell die Farbtöne herausbekommt, ohne lange zu reiben, wie das bei den billigen Schultuschkästen früher so war. Wer also ein bisschen mehr tragen kann, der nimmt dann vielleicht schon den kleinen Schminkekasten mit, der etwas größere Näpfchen hat und sogar einen Pinsel enthält, den man hier aufschrauben kann. Das alles praktisch sehr wenig Platz nimmt in der Tasche, die man bei sich trägt. Und dazu gehört dann natürlich auch wieder der entsprechend kleine Malblock. Wie ich vorhin schon angedeutet habe, muss man das aufeinander abstimmen. Kleiner Farbkasten, kleiner Aquarellblock. Großer Farbkasten und vielleicht sogar ein großes Blatt, sogar draußen vor der Natur. Selbstverständlich achtet der Studienanfänger darauf, dass sein Material nicht so teuer ist. Und da bieten in letzter Zeit chinesische Firmen Farben an, die erstens mal in großen Näpfchen sind und die auch recht farbkräftig sind. Wie man nur sieht, fehlt hierbei vollkommen die Palette, aber es gibt eine Möglichkeit, dass man zum Beispiel den Kasten der Firma Schminke leer kauft, sogar die Farbbefestigung herausnimmt und die chinesischen Farben einlegt. Dann hat man einen Kasten, mit dem man draußen in gleicher Weise arbeiten könnte. Ich zeige jetzt noch einmal den Inhalt der Kästen. Hier haben wir die sogenannten ganzen Näpfchen. Und dann ist es möglich, auch noch halbe Näpfchen zu kaufen, die eben die halbe Größe haben
und auch nur mit kleineren Pinseln bearbeitet werden können. Für das Malen im Atelier sind nun von allen Firmen Tuben angeboten worden. Hier haben wir zunächst mal die großen Tuben der Firma Schminke und dazu die kleinen. Ich darf hier verraten, dass man besser fährt preislich, wenn man große Tuben nimmt. Die Firma Winsor & Newton bietet die Tuben in dieser Größe an und die Firma Lucas hat auch zwei verschiedene Größen im Angebot. Zuletzt möchte ich bei der Farbe noch erwähnen, dass es auch Aquarellstifte gibt. Auch feine Holzstifte mit einer dünnen Mine sind erhältlich. Aber immer wieder muss man darauf hinweisen, dass solche auch relativ billigen Farben unter Umständen ihre Lichtechtheit nicht haben und auf den Bildern dann stellenweise verblassen. Das muss man natürlich nur berücksichtigen, wenn die Bilder für längere Zeit halten sollen. Wie ernst man es mit der Lichtechtheit nehmen sollte, zeigt dieses Beispiel. Ich habe hier einen Druck von Paul Klee, der in einer Mappe aufbewahrt wurde, ohne Lichteinfall. Der andere Druck hing einige Jahre oder wenige Jahre in einem Lehrerzimmer einer Schule und ist sehr stark verblasst. Das Gleiche würde passieren mit billigen Farben. Ich möchte nun noch etwas zu den Pinseln sagen. Dabei spielt es eine große Rolle, wie viel Wasser ein Pinsel aufnehmen und halten kann. Und deswegen sind natürlich Naturhaare und besonders bekannt ist ja sind ja die berühmten Marderhaarpinsel das Beste, was da hergestellt werden kann. Inzwischen ist man aber darauf gekommen, auch ein Mischhaar anzubieten. Und das sind in diesem Falle hier die Da Vinci Cosmotope Mix Pinsel, die zum Teil aus Naturhaaren bestehen und zum anderen aus Kunsthaar. Eine andere Haarsorte bieten die Yaxhaarpinsel. Sie haben sich sehr gut bewährt, man kann damit sehr ordentlich malen. Sie halten auch das Wasser gut, aber nicht ganz so stark wie eben die Naturhaarpinsel. Auch sie sind in allen Größen zu haben. Es gibt natürlich auch Breitpinsel, wie dieser zum Beispiel hier. Und da komme ich darauf, worauf der Aquarellmaler achten muss, dass das Haar gut federt. Es muss zurückspringen. Das ist das, woran man einen guten Pinsel erkennt. Und die zweite Sache ist natürlich die, dass er, wenn man ihn ins Wasser taucht, eine sehr gute Spitze zeigen muss, sodass man in der Lage ist, mit einem dicken Pinsel auch Feinheiten, wie ich gleich vorführen werde, auf dem Blatt malen kann. Es gibt dann noch ganz besonders starke Pinsel wie diese hier. Sie unterscheiden sich einmal von dem Yaxhaarpinsel hier durch ihre Stärke. Sie nehmen natürlich wesentlich mehr Wasser auf und man kann große Flächen damit sehr gut bearbeiten. Hier auf den Pinseln sieht man Schrift, da steht Blau und Gelb und das soll helfen zu vermeiden, dass man mit ein und demselben Pinsel Blau und Gelb oder überhaupt alle Farben verarbeitet. Denn bei der großen Metallzwinge geht natürlich eine Menge Farbe
in diese Zwinge hinein und lässt sich dort schwer herauswaschen. Und wenn das ein Pinsel ist, der eigentlich für Gelb gedacht ist, der ist mit etwas Preußischblau sehr schnell für längere Zeit nicht mehr in der Lage, ein klares Gelb aufzustreichen. Das Beste, was sich der Aquarellmaler gönnen kann, ist eine große Palette. Man bekommt heute im Supermarkt ein Stück Hartfaserplatte beschichtet und kann dann darauf wunderbar die Farben mischen, besonders wenn man Farben verwendet aus der Tube. Denn Tubenfarben müssen auf einer großen Fläche angerührt werden. Ich habe hier eine Flachzange, um die Tube zu öffnen, weil es sich nicht vermeiden lässt, dass die Tuben manchmal zukleben. Wenn es ganz schlimm geworden ist, dann werfe ich den Verschluss in Wasser und nehme einen alten Verschluss, den ich dann inzwischen gereinigt habe, und wasche auch außerdem das Gewinde der Tube aus. Ich habe hier die verkrusteten Verschlüsse von Tuben, die gereinigt werden sollen. Und im anderen Näpfchen habe ich gereinigte Verschlüsse, die ich jederzeit dafür austauschen kann. Dadurch habe ich dann nicht solche Schwierigkeiten. Ich will jetzt hier Preußischblau auftragen und außerdem gebrannte Siena, denn das sind zwei Farben, die zusammen ein sehr interessantes Grün ergeben, was ich jetzt hier vorführen möchte. Damit ich nicht dauernd zum Wassergefäß muss, habe ich hier einen Gummiball, mit dem ich Wasser nachgeben kann, um schnell eine große Farbmenge mir anzurühren. Ich will also hier jetzt ein sehr gebrochenes Grün haben, um es dann einmal hier aufzustreichen. Für eine Pflanzenstudie, so wie sie besonders gerne in Asien gezeichnet werden. Es zeigt sich dabei, wie dieser große 30er Pinsel hier in der Lage ist, sich so zu spreizen, dass ein breites Blatt entsteht und dann in einer Spitze ausläuft. Ich kann außerdem mit diesem Pinsel auch kleinere Blätter ansetzen und auf diese Weise eine Komposition schaffen. Die Spitze des Pinsels ist so fein, dass ich auch dünne Striche auftragen kann. Ich will jetzt noch eine Möglichkeit vorführen, die von manchen Aquarellmalern genutzt wird, und zwar das Arbeiten mit Rubbelkrepp. Das ist eine gummiartige Lösung, mit der ich jetzt ein Muster auftragen kann. Ich habe hier ein paar Segel vorgesehen und male die Wasserfläche. Das Besondere daran ist, dass ich nach der Beendigung des Trockenprozesses diese Segel abziehen kann und habe dann das vollständig weiße Papier wieder. Das kann man natürlich auch bei Blumenstillleben oder anderen Arbeiten so machen. Der Rubbelkrepp lässt sich jetzt hier einfach wegschieben und das saubere, völlig weiße Papier kommt zum Vorschein. Jetzt könnte man darunter ein Boot setzen, wenn das Segelboote werden sollten, und man hätte sein Bild auf diese Weise
fertiggestellt. Mit dem Yaxha-Breitpinsel sollen jetzt Blüten, die damit gemalt wurden, noch ein wenig gebrochen werden, weil sie so in dieser Form noch zu leuchtend sind. Die Farbe wird hier angemischt und dann stellenweise aufgesetzt. Die Blätter sollen zum Teil nochmal durch eine Lasur verstärkt werden und verdichtet. Auch hier sollen noch einzelne Formen hinein. Mit dem Breitpinsel sollen große blaue Blüten gemalt werden in verschiedenen Blautönen. Ich beginne zunächst einmal mit einem Blau-Violett. Und verändere die Farbe dann durch das Hinzugeben von Preußischblau für die nächste Blüte. Durch eine Pinseldrehung wird die Blütenform sofort angegeben. Und ich kann jetzt auch schon die Stiele der Blumen andeuten. Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch die sehr nützliche Aquarellstaffelei vorstellen. Wir finden sie im Gerstecker-Katalog auf Seite 393. Hier habe ich sie im zusammengelegten Zustand, sehr leicht zu transportieren. Und hier ist sie aufgebaut und da kann man jetzt die Bilder auch waagerecht auflegen und tiefer stellen, wie man es braucht. Und man kann auch Bilder in dieser Form darauf stellen und sie auch als Ölmalstaffelei benutzen.